Oh. Das ist aber alles scheiße, ne? Ich muss das versuchen hier auf dem kleinen Stückchen. Das war doch ganz nett. Okay. Quick Save gucken, was hier in dem anderen Bildschirm noch ist. Nur Zeug. 6 Stück sind hier. Ja. Dass der denn immer abbricht irgendwie, ich verstehe das nicht. Ich hoffe mir, der ist gleich weg. Ach, und wenn, ist auch nicht so schlimm. Ich kann den einfach übernehmen, weil hier kein Auge ist. Gut. Ich glaube nicht, dass hier hinten Vogelportal war. Nee, gut. Okay. Erst im nächsten Bildschirm der nächste und dann waren unten auch nochmal 3. Das heißt, wir haben alle 6 Stück. Okay. Mal einmal noch hier den Fahrstuhl. Dann müssen uns nur noch 5 fehlen und 5 hört sich so nach Ende an. Hallo? Okay. Super. So. Ist er doch noch da unten? Na gut. Okay. Er dreht sich auch nur auf der Stelle, ne? Hast keinen Bock zu arbeiten. Ja, super da platziert. Hätte man besser nicht machen können, Julia. Der... Wahnsinn. Wir alle. You, mitkommen. Okay. An die Arbeit. So, jetzt muss ich mich erstmal um den Stick da unten kümmern. Das geht mir jetzt aber gerade schon ein bisschen auf die Eier. So, jetzt steht er da rum. Hilfe! Kacke. Was? Ich brauch dich hier im Bildschirm. Was? So, ich hoffe, du bist hier besser aufgehoben. Ja. Du bist so ein Wichser! Hilfe! Ich raff's nicht. Hilfe! Das ist so scheiße, ne? Wie krieg ich den denn jetzt da weg? Da ist sie tot. Ja, vielleicht ist er ja jetzt weg. Ne? Ne, der ist immer noch da. Keine Bewegung. Hilfe!
Ja, danke schön. Du dummer Schatten. Nee, ich muss jetzt erstmal gucken, ob da hinten noch irgendwas ist. Dann kann ich mich jetzt aufregen. Dummer Scheiß-Hurensohn. Mann, so ein Stress noch wegen dem Spinner gehabt. Ja, mitkommen und so. An die Arbeit. Wir alle. Okay. Seid ihr alle dabei? Okay. Ja, danke schön. Das ist immer stehen bleiben, ey. So. Fünf Stück. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Ich glaube, das ist jetzt das finale Level. Auf jeden Fall schon mal andere Musik, die sehr Depeche Mode-mäßig klingt. Ja, das ist das Finale. Level! Gut. Die können wir auf jeden Fall nicht übernehmen. Sechs. Gibt's hier nicht 299? Bin ich doof? ich werde hier mal einen Save machen. Memory Card speichern. Wenn wir noch einen Platz frei haben, dann mache ich den voll. Ja, machen wir hier speichern. Julle. Mach mal E für Ende. So. Kann ja sein, dass ich hier noch irgendwas vorm Ende verkacke. Und dann kann ich dann hier nochmal anfangen. So. Gut, dann. Ab geht's. 4 Minuten haben wir Zeit. Willkommen am Hauptkessel. Vorschriften für Arbeiter. Unerlaubte Änderungen am Hauptkessel vorzunehmen ist verboten. Mudaken-Terroristen zu folgen ist verboten. In Schlüssel-Vogelkreisportale hineinzuspringen ist verboten. An dem vollen, süffigen Geschmack von Soulstone Brew rumzumäkeln ist verboten. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften droht die Zerstörung von Soulstone Brew. Brewery. Okay. Ich denke mal, wenn wir durch diese Tür gehen, fängt der Counter an zu laufen. Hey! Dieser Blödmann Abe ist hier! Verdammter Zugenäht! Wer hat das versaut? Das könnt ihr mir nicht anhängen, Männer! Ich bin sicher, dass es dieser Abe ist. Schnell, verkaufen, abstoßen, keine Zeit verlieren. Er darf nicht an den Behälter. Der Behälter? Welcher Behälter? Was können wir jetzt noch tun? Der Braukessel. Was können wir nur tun? Das ist es. Okay. Ich kann das nicht lesen, was da steht. Doch, kann ich wohl. Untergar. Keinen Umständen. Nicht, niemals nicht an diesen Rad drehen. Das ist zu dunkel, ich kann das nicht lesen.
Aber im Vorschaubild geht's, aber da ist es zu klein. Okay. Da wollen wir mal niemals nicht an diesem Rad drehen. Okay, machen wir vorher noch einen Quicksave. Das hat mir nicht gefallen. Ich glaube, das hätte ich auch hingekriegt, ohne da oben noch 5 Minuten zu warten. Also drehen und dann direkt nach oben klettern und rüberrollen, weil das Ding geht echt langsam nur. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Puh, das ging doch mal ganz gut. 12 Sekunden haben wir gebraucht. Strafanstalt, okay. Ich werde jetzt hier leider nicht so gut alle sehen können, was hier abgeht. Oder war sehr aggressiv hier. Ach nein. Na gut. Ich muss auf jeden Fall erstmal hier rüber. Das ist sicher. Wo ist der Alarm hin? Habe ich jetzt keinen Zeitdruck mehr? Das wäre super. Schade. Schade, schade. Wir haben Arbeiter in diesem Abteil hier, haben wir noch 6 Stück. Das heißt, eigentlich sollten wir das hinkriegen, dass wir hier die 100% schaffen. Ich hätte zwar einmal fast das nicht hingekriegt. Ich habe dann doch noch gedacht, kann doch was nicht stimmen. Wie kann ich... Ich muss den mitnehmen, ne? Da sind, glaube ich, keine Vögel in dem Bild drin. Das heißt, ich muss die alle deaktivieren. Ach, zu spät. Ich dachte noch, ach ja, ist noch grün, den kriegst du noch hin, aber... Nee. Ah, zum Glück habe ich hier einen Quicksave. Quickpoint hatte ich, wollte ich gerade sagen, Quicksave gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut war. Keine Ahnung. Gut. Ich glaube, hier kommt noch mal eine kleine Sequenz jetzt. Oh, nee, kommt keine Sequenz. Oh, fuck.
Was ist links? Was ist links? Ist da so... Muss ich nach links? Okay, da ist so ein Heini. Abgeschissen. Achso, der muss darüber ficken, ey. Mann. Ah. Ja gut, aber das ist so gut, dass man das nicht alles an einem Stück machen muss, ne? Das wäre echt die Hölle. Oh, holla die Waldfee, du. Ich wusste jetzt gerade nicht, was ich machen muss. Oh. Komm mit. Oh, das war so knapp. Ich bin seltenst dämlich. Seltenst. Ist doch nicht so schwer. Ich muss einfach nur davor stehen bleiben und dann, wenn er wieder anfängt, das Ding hochzumachen, dann einfach drüber rollen. So, mal rüber. Ich muss unbedingt mal da vorne einen Quicksave machen. Hätte ich vielleicht schon vorher machen sollen. Komm doch mal her, du Pinner. So. An die Arbeit. Komm, jetzt macht mal hier ein bisschen schneller als sonntags. Ich weiß nicht ganz genau, was ich jetzt hier tue. Bin ich zerfleischt? Okay. An die Arbeit. Los, 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 los! Vier Stück noch. Vier Stück hört sich nicht so toll an. Es müssen drei sein oder so. Scheiße. Was? Vier. Schlussende, ich brauche Hosen. Dringend brauche ich Hosen. Bitte verschafft mir Hosen. Das ist unfair. Wir hatten die Mischung schon fast fertig. Ich kam gerade noch rechtzeitig raus. Und ich erhielt den üblichen Empfang. So fanden die Modakens nach und nach zueinander. Und sie benutzten ihre Talente, um etwas Neues aufzubauen. Oh, das hat wehgetan.
Schon gut, keine Aufregung. Gleich geht's besser, hoffentlich. Hallo, mein Name ist Elf. Hi, Elf. Ich trinke meine erste Brühe. Eines Morgens mit Abe in der Wüste. Wow. Wow. Sie wollten die Dinge ganz einfach als Gemeinschaft erleben. Gehöre ich jetzt auch dazu? Wir wussten, dass es noch mehr von uns da draußen geben musste. Und wir wollten sie finden. Wir unterbrechen das Programm und bringen jetzt eine spezielle Sondermeldung. Gemäß Gerüchtebörse ist Abe, der terroristische Meisterspion und rücksichtslose Zerstörer von Rapture Farms, auch der Verantwortliche für das Soulstorm-Brauerei-Attentat. Ich hasse diesen Kerl! Weitere Informationen in dieser Sache senden wir laufend. Diese Meldung wurde gesponsert. Du bist der Beste, Abe. Du hast alle Geheimnisse der Glacken entdeckt, die Necrominen und die Luft, die Soulstorm Brewery... Was? Achso. Die Necrominen in die Luft, die Soulstorm Brewery stillgelegt und jeden einzelnen Mudaken gerettet. Und mach dir noch keine Gedanken über Vickers Lab... Vickers Labor heißt das dann, glaube ich, im Englischen? Oder gar über deine verloren geglaubte Mutter. Darüber wirst du alles... erfahren, wenn du Munch begegnest. Ja, ich drücke jetzt mal noch einmal X, gucken, was passiert. Wir haben uns gefragt, womit wir dir nur dafür danken können, dass du alle Mudakens gerettet hast. Mit einer Reise, etwas Mula-Aktien der Vickers Laboratorien. Aber dann dachten wir uns, nee, wahrscheinlich würdest du schon mit einigen hübschen Bildern dich zufrieden geben damit. Danke, die Geschäftsleitung. Oh, Bilder gucken. Solange die Playse nicht abschmiert. So, da bin ich wieder. Ich bedanke mich schon mal bei Dennis, dass er mir seine Playse 1 geliehen hat. Denn ich habe 4 PlayStation 1s. Ich habe alle auch ausprobiert, aber... ich bin mit keiner mehr weiter als maximal über diesen Piracy, diesen Bildschirm mit dieser türkisen Schrift gekommen. Ich habe mir die von Dennis ausgeliehen, die Playser 1, und das hat direkt auf Anhieb funktioniert. Dann wollen wir uns jetzt endlich die Bildchen angucken. So, das haben wir ja, glaube ich, gelesen. Bildern zufrieden geben, genau. Danke, die Geschäftsleitung. So, werden wir uns das Ganze jetzt mal angucken. Genau, da haben wir sie alle. Man kann leider nichts erkennen. Ich konnte nicht erkennen, wer wo steht. Aber wir haben jetzt hier ein paar tolle Bildchen. Ein paar... wie nennt man das so? Oh, das ist auch schön. Das ist bestimmt das Bergbau-Ding da am Anfang. Ist auch schön. Ja, diese Konzeptart, genau, so heißt das. Da sehen wir überall schöne Höhlen und sowas. Und mit Stacheln. Ah, und das ist... ist das aus dem ersten? Nee. Nee, es ist aus dem zweiten, genau. Wo wir da in die Wildnis kommen, genau. Einmal Abe. Wow!
As the lightning changes music cues and more rocks begin to float into frame. As Abe... Oh, ich kann das überhaupt nicht lesen. Ja, ihr könnt es ja selbst lesen. Ich glaube nicht, dass ich blinde Zuschauer habe. Ah, das Fico-Depot. Das sieht auch schön aus. Dann sah man auch mal, wie die, glaube ich, eigentlich gedacht waren. In dem Konzeptart und wie sie jetzt aussehen. Ich finde die jetzige Art auf jeden Fall schön. Aber vorher hat man halt richtig gesehen, dass das so ein Glackenkopf war. Kann man jetzt eigentlich auch noch ein bisschen so erkennen. Aber in dem einen Bild, was wir da gesehen haben, war das schon ziemlich extrem. Das sieht nach den Slick... Baracken, glaube ich, aus. Ja. Glaube ich jedenfalls mal. Also, wo ich auch gesagt habe, diese ganzen Zelte oder was das ist. Die Glacken. Ich kann ja leider auch nicht lesen, was da oben handschriftlich steht. Das sieht sehr nach der Brauerei aus. Und da haben wir nochmal alle auf einem Haufen. Ja. Gut, dann werde ich jetzt mal mein Senf dazugeben. Ich sag mal so, man muss halt ein bisschen berücksichtigen, dass die Leute nur ein Jahr, glaube ich, dafür Zeit hatten oder weniger sogar als ein Jahr. Dafür ist es halt vom Umfang her, finde ich, viel, viel größer geworden als der erste Teil. Wobei mir persönlich der erste Teil besser gefällt als der zweite. Vor allem... Der Teil mit der Brauerei gefällt mir nicht so wirklich im zweiten Teil, weil das sich halt doch sehr zieht und sehr umfangreich ist. Und jetzt mal bezogen auf diese, wir hatten ja drei Screens, sag ich mal, mit den Türen, die wir betreten konnten, mit den einzelnen Leveln nochmal dahinter. Und die einzelnen Level dahinter waren halt auch nochmal mega riesig. Also das ist echt... Der Punkt, der mir in diesem Teil nicht wirklich gefällt. Also ich finde, man hätte die Brauerei irgendwie anders gestalten sollen. Designtechnisch ist das natürlich alles supidupi, aber halt so, es hat sich irgendwie gezogen. Ist trotzdem ein tolles Spiel. Mir gefällt der Anfang bis zur Brauerei eigentlich super. Also Slick Barracks und Bone, wie hieß das nochmal? Das ist schlimm, dass mir das nicht einfällt. Boneworks, genau. Fand ich super, aber irgendwie die Brauerei sagt mir nicht so zu. Das kann jetzt sein, dass ihr eine total andere Meinung habt und ihr das mega geil findet. An sich die Idee der Brauerei finde ich auch super, aber es ist halt irgendwie... Es zieht sich. trotzdem würde ich das Spiel jedem empfehlen. Also es ist toll, aber... Meiner Meinung nach zieht sich zum Ende. Das habe ich jetzt schon viermal gesagt oder so. Ja, ich bin mal gespannt, wie das in Anführungszeichen Remake dieses Teils werden soll. Es ist ja nur in Anführungszeichen. Es ist ja eigentlich so, wie das Spiel eigentlich werden sollte, wenn die Leute mehr Zeit gehabt hätten. Aber irgendwie ist es doch kein Remake, sondern doch was Neues. Ich blicke da noch nicht ganz durch, was sie da vorhaben. Es war auch eigentlich angekündigt für letztes Jahr zum Rauskommen. Dann haben sie es, glaube ich, auf dieses Jahr verschoben. Also war dann noch ein Datum auf der Homepage. Aber ich habe jetzt weiter auch nichts mehr gehört. Bei Twitter sagen sie auch nur, ja, wir werden euch informieren, sobald wir neues Material für euch haben. Aber, ja, ich würde mal gern wieder irgendwas sehen. Ein Screenshot wird mir vollkommen reichen. aber ich sag mal so, das Remake von Apes Odyssey fand ich auch nicht schlecht.
Von mir aus können sie einfach den Teil hier genauso machen. Da wäre ich zufrieden, auch wenn es sich dann halt zum Ende hin wieder zieht. Aber ich fand das schön. So, jetzt sind wir schon bei den Special Thanks. Families and Friends. Love and Support. Hört es jetzt hier auf? Hat es sich schon wieder aufgehangen? Die Musik ist aus. Ich weiß nicht, ob es hier noch weitergeht. Oder muss man das wegdrücken? Ich habe Angst, dass ich was... Okay. Ich weiß nicht, ob es sich hier aufgehangen hat. Nun. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Spiel mit diesem Screen einfach endet. Würde an sich Sinn machen. Ich habe eigentlich gedacht, wir würden nochmal zurück ins Menü kommen. Aber anscheinend nicht. Gut, dann hoffe ich mal, dass euch dieses Let's Play gefallen hat. Euch auch die kleinen Bildchen am Ende gefallen haben, die wir für unsere 100%ige Lösung des Spiels bekommen haben. Was mir jetzt gerade nur einfällt, was ist eigentlich? Wir sind ja auf dem Weg zu den letzten vier Mujaken. Sind wir ja durch einen Screen gefallen, wo vier Minen, glaube ich, also vier Handminen waren mit einem Vogelportal. Was ist das? Wie kommt man dahin? Was macht dieses Vogelportal? Warum ist es da? Vielleicht wisst ihr das ja, dann könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, ja, wie gesagt, hoffe ich, euch hat dieses Let's Play gefallen. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Play, was bereits schon läuft, nämlich Spyro the Reignited Trilogy. Das kommen alle drei Spiele hintereinander, ja, wieder. Gut, dann bis dann. Tschüss!